Junge, du fliegst! Jetzt tun die UFOs dir. Jetzt, die UFOs haben dir einen Weg gemacht. Was? Hier ist Solid Path. Da ist Grütze im Boden, hör auf. Nein, das ist ein solider Weg. Nein, deine UFOs machen dir einen Weg. Du bist am Jeppen, Alter, das ist ein solider Weg. Nein, helf mir doch! Wie soll ich dir helfen? Mach den Würfel dahin oder so. Bro, wie soll wir nicht durchkommen? Warte, ich komm gleich wieder. Nein! Du machst den Würfel und ich laufe auf den Würfel. The fuck? Aber willst du dann hier hochklettern, du? Oh, ja, warte mal. Würfel. Ja, warte, jetzt hat's Klick gemacht. Moment. Ich kann da gerne auch reinhüpfen, wenn du eine Bestätigung brauchst. Nee, tschüss. Okay. Kann ich einfach schieben? Ja, mach. Kann ich nicht, du bist so fett. Oh mein Gott, nein, halt die Fresse, das wollen wir jetzt nicht, oder? Ich weiß nicht, wie das sonst gehen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob das so gewollt ist. Vielleicht hätte ich auch einfach auf deinen UFOs laufen können. Hä? Ach geil, du kannst das Ding schieben. Welches Ding? Das hier. Ah, du schwebst. Das UFO hat dich hochgetragen. Ja, safe, das UFO. Ja. Oh, eine riesen Cola-Dose. Achso, das ist ein Würfel. Okay. Ja. Yeah, what the fuck? Und jetzt? Oh. Kannst du denn... Was? Ja? Ich bin stuck. Ah, okay, die UFOs machen dir Plattform. Cool. Die drehen den Schrauben. Ich check. Jetzt beginnen Sachen keinen Sinn mehr zu machen. Ein Kreuz. Warum, was zum Fick tust du da? Kannst du mir die Dosen rüberschieben? Die Batterien? Yes. Ja, genau, perfekt. Genau so. Das ist ein Würfel. What the fuck is happening? Okay, sehr gut. Okay. Ich nehme an, du musst hier nach links. Kawabanga. Hä? Sag ich ja, ich glaube, du musst nach links. Ja, ich muss nach links. Cool, dass du einfach meine Sprungfeder schieben kannst. Kawabanga. Ja, lass mir mal irgendwas runter oder so. Ja, hier, Würfel. Riss. Cube. Oh, what the fuck. Du solltest die Feder da eventuell nicht runterstellen. What the fuck? Ah, Knöpfe. Cool. Magst du den nicht bitte nach unten ziehen, während also. Achso, ich hab ihn nach unten gezogen gerade. Hä? Ja, jetzt kannst du nach unten ziehen. Hä? Du bist im Boden verschwunden. I summon you. Geht? Was zur Hölle? Geile Batterie. Achso, bei dir ist einfach. Okay, chillig, bei dir ist einfach kein Weg da. Ciao. Oh, what the fuck, du bist einfach in die Wand reingegangen. Cool. Was habe ich bei dir gemacht? Habe ich irgendwas Cooles bei dir gemacht? Tada! What the fuck, Alter, der kommt aus dem Boden einfach. Oh! Du bist im Wasser, aber sonst geht's dir gut. Fuck, tschüss. Ach, ich hab dich rüber gemacht. Hast mich rüber gemacht. Okay, schieb mir das mal rein. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Nein, warte mal. Doch! Nein. Doch, das ist der Sprungfeder. Das ist die Sprungfeder? Ja, die musst du mir reinschieben. Ha! Okay, hier. Dankeschön. Kannst du das da schieben? Ja. Ein Fünferwürfel. Das ist kein Fünferwürfel, das ist eine Kette. Nee. Das ist eine ganz klare Kette. Ein Fünferwürfel. Du bist einfach ein bisschen Deludo. Nein. Oh mein Gott. Okay. Hä? Hi. I do require... Ist zufällig ein Würfel unter mir? Was zum Fick passiert da? Kannst du das irgendwie nach rechts schieben oder so? Ja, oh kann Gott. Ich. Oh Gott. Oh Gott. Ach Gottchen. Okay. Was passiert da? Weiter geht aber nicht. Ach, danke. Oh, what the fuck. Ach so, ich check. Alles klar. Ah, du hast auch einen Propeller da. Ja, ich habe auch einen Propeller da. Ja, okay. Ja, gib mal die Kette. Das ist ein Würfel. Nein, die Kette. Ja, das ist ganz hart, du bist gestorben. Hä? Woran bist du gestorben? Ich glaube ja nicht, du hast da in der Wand war oder so. Och, Bro. So, jetzt pass mal auf, dass du dich nicht selber umbringst, Junge. Scheiß Suizidal an. Tja, du hast mich doch umgebracht, du hast mich in die Wand gezogen. Hast du selber gezogen. Ah ja, weil Ventilatoren dich jetzt auch nicht mehr. Schieb das mal nach ganz links, bitte. Das hier? Ja. So. Okay, perfekt. Und jetzt? Nein, stopp, weg da! Und jetzt geh auf den Knopf. Ah!
Okay. Und okay, dann kannst du das schieben für mich, alles klar. Check. Da, hier ein Würfel. Batterie? Knopf. Das ist ein Stift. Knopf. Oh ja. Ah, okay. Ich meine, das ist auch eine Sprungfehler bei dir. Was hast du hier? Betonstein. Okay. Mach mal auf. Kannst du aufmachen? Ja. Oh. Ja, okay. Ja, okay, ich sehe. Jetzt musst du den da reinschieben. Nee, du musst den da reinschieben, weil ich kann den nicht reinschieben. Ah, ja, okay. Ja, dann. Weil bei mir ist das ein riesiger Stein. Teddybär. Teddybär. Vielleicht ist es auch ein echter toter Bär, ich weiß nicht. Easy. Hä? System gedribbelt. Jetzt kommt die nächste Cutscene, wo wir bestimmt was entscheiden müssen wieder. Ja, Kapitel 4. Du bist ein Bär, Bro, du bist ein Frosch. Ein Roboter bist du. Also entweder bist du ein Bär oder ein Frosch. Nein, du bist ein Robobo. Ach Digga, ich dachte die ganze Zeit, du bist ein Frosch, Junge. Ich bin ein Bär. Und ich bin ein Vogel. What the fuck? Bro, ich dachte, wir sind Ente und Frosch, Junge. Wir sind Bär und Vogel. Lass nach Hause gehen. Lass mal return. Warte, nein. Bye. Okay, wir müssen jetzt das ganze Game nochmal rückwärts spielen. Jo. Oh. Ich wurde angeschossen. Ha? Ha? Was? Hä? Bro, what the fuck? Was ist das für eine... Was siehst du? Up? Ich sehe einen Hund und einen Hirsch. Ich sehe einen Roboter und einen Sniper. What? Oh, jo. Der schießt mit einer Armbrust. Ja, das sehe ich auch. Okay. Der Hund verfolgt uns gerade. Ja. Der Robo-Hund. Okay, jetzt glitscht wieder alles. Spring! Jump! Dit, 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 dit. Hä? Oh. Ich dachte irgendwie, das wird viel epischer. Warum dreht sich dieser Hund? Boah, der hat eine richtig große Fresse bei mir, Alter. What the fuck? Ich glaube, die wollten uns umbringen. Lass einfach weiter, oder? Safe. Zurück geht's eh nicht mehr. Ja, ist recht. Jetzt kommt wieder so ein Atze. Oh, ein Hund, ein süßer Kleiner. Okay, nee, das glaube ich. Er kommt. Ich seh's. Kann ich auf den drauf? Ich will's nicht probieren. Also. Siehst du auch eine schwebende Plattform in der Luft? Nein, okay. Also doch ja. Direkt vor mir hier. Hä, wieso ist er nicht sauer auf dich, aber auf mich schon? Hä? What the fuck? Okay, mach das nochmal. Ja, bleib mal da. Ich kann ihn nicht bewegen. Ah, ich muss den herlocken. Ah, damit ich ihn da vorne triggern kann. Okay. Ja. Ah, cool. Ah, okay, er läuft weiter. Alles klar. Ist das verstörend, Junge. Also tut er auch sein ganze Gedärme und Rippen und alles aus sich rausdrücken, dass du eine Plattform Bro, hast? Bro, das ist bei mir ein scheiß Roboter. Oh ja, okay. Der tut nichts mit Gedärmen. Bro. Da sind keine Gedärme vorhanden. Okay, warte. Ja. Vielleicht muss ich ihn trotzdem hierher locken. Wieso? Weiß ich nicht. Ah, das ist ein Knopf. Oder ist er auch? Warte, vielleicht verpiss. Ja, verpiss dich jetzt wieder. Ja, schnell. Warte. Ah. Okay, dasselbe Spielchen nochmal. Ja, du musst ihn halt die ganze Zeit baiten und ja. Mach einfach. So, er geht von Natur aus hier hin. Das ist ein Spot. Kann ich jetzt hier wieder ausfahren? So, von da aus musst du jetzt. Oh, okay. Ich hol den Teddy jetzt. Ja, du hast einen Teddy jetzt. Bin ich hier sicher vor dem Hund? Also, du stehst bei mir in der Wand. Okay. I guess, dann kannst du mir. Beeilung, I guess. Ich hab hier einen Würfel. Ja. Ah, lol, okay. Perfekt. Weird. Okay. Was will der jetzt hier? Was siehst du hier? Bin ich hier im Boden, unterm Boden? Nee, du hast da zwei Plattformen.
Ja, die und die und die hier. Genau. Ich zieh die mal kurz hier mit rüber und vielleicht passiert dich. Mhm. Ich glaube, das sollte nicht passieren. Wait, doch. Jetzt stell dich auf ihn drauf, wenn er da. Fuck, ja, ich hätte da drauf gemusst. Oder? Jetzt steht er da drauf. Ja, er hat es gerade hochgemacht, das Ding. Ah, doch, warte mal. Geh mal auf den Hund. Oh, wait, actually, ja, warte mal. Und dann? Das ja, aber ich hätte auch so anders hochgekonnt. Ist zwischen ich den check, beiden fliegenden Plattformen. Ich check. Ich lauf dahin, zu der rechten Plattform. Die wird runtergehen, weil der Hund dich triggert. Also du triggerst ja den Hund, der läuft dann zu dir. Genau. Dann komme ich mit der Plattform hoch. Und dann enttriggerst du den. Und dann läuft er wieder zurück auf diesen Knopf. Genau. Okay, dann können wir zusammen rechts hoch. Jetzt musst du den Hund triggern. Ja, aber... Ja, okay. Dann musst du mit der Plattform runterfahren, glaube ich. Ja, genau. Jetzt warten wir kurz. Ja, okay. Irgendwie habe ich das sehr viel komplizierter gedacht. Keine Ahnung. Ich habe es auch sehr kompliziert erklärt. Digga, war das crazy. Was eine Psychose, ja. Nee, aber echt. Nein. Ah, eine Hundeleiche. Ja, wir sind nur Roboterteile. ist kaputt. It's broken. Vielleicht ist er von der Klippe gefallen, der Loser. L plus Ratio. Ha. Huh. Von der Klippe. Aber das ist nicht die gleiche Klippe. Hä? Die fliegt halt einfach. Mich. Lass mich einfach den toten Hund zusammenfliegen. Bar! Ich verbinde Kabel miteinander. Chill. Nee, Gedärme. Nee, das sind Kabel, die ich miteinander verbinde. Digga. So, verbunden. Er ist ein bisschen zerquetscht. Ah, jetzt ist er normal. Ist das jetzt unser Hund? Oh nein. Oh Gott, Alter, ich dachte schon. Where blood hell in? Ich hab mal vor, der explodiert gleich einfach. Lass einfach weiter. Ja, nimm es los. Lass uns rennen einfach, aber richtig. Yeah. Och nö. Och nö. Okay, guess wir müssen wieder hier drauf tun. Sicher? Ja. Ja, und dann hoch. Doch. Ich hätte ihn auch hochgefahren, während du auf ihm stehst, so. Aber ja, ich habe nicht gecheckt, was der Knopf macht. Achso. So, der geht jetzt wieder zurück, genau. Plattform runter, zack. Und da drüben ist noch so ein Doggo, right? Ja, genau der hier. Den musst du baiten. Wohin? Hier so hin. So. Also nur so ein bisschen. Scheiße. Der hat mich dick gegen die Wand gedrückt. So, was ist das bei dir? Ist das eine Kette? Ja. Dann willst du die hier haben, wahrscheinlich. Wo willst du die haben? Nee, die musst du runterwerfen. Kannst du die Agro vom Hund verlieren? Ich weiß nicht wie. Kletter mal links hoch. Aber ich habe Angst, dass er herhüpft. Er hüpft nicht. Boah, das ist ein Puzzle-Game, Junge. Crazy, Alter. Der nächste Drecksköter. Ich kann die Hunde-Sounds nicht mehr hören, Junge. Okay. Das ist die hintere Plattform, das ist die vordere dann, ja. Aber die geht nur bis da hoch. Ja, genau, weil der dann hier hochkommen muss. Ah! Ja, heb ihn mal hoch. Hä? Oh, lol, okay. Ich hab hier oben einen Würfel. Ist das eine Kette bei dir? Nee, ist eine Batterie. Also ich kann da auf jeden Fall da hochklettern dann. Schieben kannst du nicht, ne? Nee. Okay, dann mach ich das mal kurz. So, dann geh schon mal hoch, oder? Du musst ihn hierher triggern, dann müsste ich ihn hochschicken und du musst halt schon weitergehen. So, jetzt geh weiter. Genau. Scheiße, ich brauche ihn mehr hier. Kleines Problemchen. Wir haben ein dickes Problemchen. Scheiße. Der muss mehr nach rechts kommen. Ah!
Das ist doof. Nee, ist es nicht. Ich bin doof. Ich wollte gerade sagen, was ist denn bei dir noch im Weg gerade? Mein Kopf. scheiße. Oh, Junge. Ach du Kacke. Ja, da sind so zwei Plattformen. Egal, komm, lass den erstmal mitnehmen wieder. Ja, okay. Bei dir ist dann ein Weg. Jetzt muss der Arzt zurücklaufen. Du gehst nach da oben. Ja, okay. Ich check. Jetzt stellst du dich auf die Ei. Oder kannst du rüberhüpfen schon? Ja. Hä? Aber vor mir ist halt so ein Ding. Au! Au. Ja, das wusste ich nicht. Ja, das macht beachtlich mehr Sinn. Egal. Ach du Scheiße, das wird immer größer hier. So, okay, wir haben den Knopf da unten. Der Knopf da unten. Wir haben den Knopf da oben. Und da oben ist eine Sprungfeder safe oder eine Kette oder so. Lass den mal hier mitbaiten wieder. Ich glaube, das ist easy. Ich kann da unten wieder flüchten. Ich sehe halt keine Kette, deswegen. So. Genau, und jetzt. Oh. Hä? Haha. Get shit on. Was? Oder du gehst ja, jetzt geh schon. Ja, geh auf doch. Okay, was passiert jetzt hiermit? Und kommt hoch. Was ist das hier? Eine Kette. Ja, schieb die mir mal runter. Okay. Yippie. Das heißt, wir baiten den Hund hierher. Damit ich hochklettern kann. Ja. Ich muss dann hier drauf. Und dann schiebe ich die Kiste hier runter. Genau, den Würfel. Yeah! Oh, nächste Cutscene. Crazy. Ja, richtige Speedrunner hier. Oh, ein Haus? Was soll das denn sein? Ein Haus, Junge. Das sieht mir nicht aus wie ein Haus. Das ist eine Scheune. Ja, schon eher. Das ist ein Milchkarton, das Haus. Doch, und die Pflanze ist ein Brokkoli. Was jäppst du? Welche Pflanze? Das ist Stroh oder was das da rechts ist? Nee, das ist in der Mitte. Genau in der Mitte, unten. Da ist gar nichts. Schade. Ja, komm, wir brechen jetzt ein. FBI, open up. Hä? War deine Tür offen? I guess. Bei mir nicht. Oh. Ah, Fresse halten. Scheiße, wir müssen uns wieder entscheiden. Sollen wir es diesmal lesen oder drauf scheißen wieder? Und Coin flippen. Ich versuche einfach so ein bisschen mitzulesen beim Skippen. Oh! Junge! Pff. Junge! Das geht hier ab, Alter! Warum ist deine Katzchen eigentlich länger als meine? Warum darf ich schon wieder lustiges Hasenspiel spielen? Boah! Digga, was zum Fick siehst du eigentlich? Alter! Heilige Scheiße! Es ist so brutal hier alles. Es ist ganz Schlimmes passiert, Bro. Lauf mal nicht weg, Alter. Ich hab auch was zu erzählen. Nein, hast du nicht. Guck, was hier passiert ist. Ew. Was zum Fick ist das? Das linke ist ein Hase, der erschossen wurde. Das rechte ist die Schafsmutter, die wir vorhin, mit denen wir uns vorhin unterhalten haben. Die wurde eiskalt erschossen und geköpft. Blutüberströmt ist sie. Kannst du sie da reparieren? Ja, nee. Weiß es nicht. Oh. Ja, anscheinend nicht. Okay, diesmal durften wir nichts entscheiden, oder wie? Na, vielleicht kommt das jetzt. Ja, oder jetzt. Jetzt. Hä? Er ist tot, der Hirsch. Nein, halt die Fresse. Oh, jetzt reviven? Hä? Lol. Das war ein Mensch. Ja, das war ein Mensch. Ach, du hast den auch als Mensch gesehen? Crazy. Ja, als Mensch gesehen. Ah, den kannst du reparieren, Junge. Wir dürfen jetzt entscheiden, ob wir ihn zum Leben holen, oder wie? Ja. Was ist deine Meinung dazu? Ich habe mich entschieden. Du hast dich entschieden? Oh nein. Ach, Leave Him to Die hast du? Ja.
Also, es tut mir leid, aber... Nein, ich will ihn nicht wiederbeleben. Was hast du denn bei dir in der scheiß Scheune gesehen, Junge? Er ist senil und so ein Scheiß, Digga. Er hat dann auch... Okay. Lass, ich werde diesen Psychopathen nicht wiederbeleben. Junge. Oh nein, oh nein. Oh nein, Alex, das haben wir getan. Ja, also... Nee, kein Bock eigentlich.